So Leute, arschkalt hier und ich probiere es einfach nochmal. Was ist nun los? Ah, man muss ja auch auf Vertical stellen, ne? Und los geht's. Nee. Also es ist ziemlich Wind hier, Leute. Und die Kiste wird ganz schön. So fliegt sie wunderbar. Im Horizontal-Mode oder im normalen Flugzeug-Mode. Wirklich schön. Hier. Ganz schön Verkehr hier. So, jetzt probieren wir noch mal Vertical Mode gegen den Wind. Keine Chance, kann ich nicht halten, also zurück. Oh! Also der Wind hat ihn ganz schön runtergepatscht, aber ist nur das Rädchen. Oh, da ist tatsächlich die Feder abgebrochen. Naja, egal, wir müssen, ja nee, landen müssen wir damit wieder. Deshalb sind auch zwei Räder dabei, Leute. Aber wir probieren es einfach nochmal. Vertical. Starten dürfte kein Problem sein. Mal sehen, ob wir das Rad verlieren unterwegs. Aber Vertical kriege ich ihn einfach nicht hier hin. Ah, jetzt weiß ich, welchen Fehler ich gemacht hatte. Ich hatte an dem Schalter direkt auf 3D und dann taucht er mit der Nase ab. Aber so fliegt das Ding wirklich super. Jetzt probieren wir noch mal so eine Punktlandung, solange wir noch so ein Rad dran haben. Nee, das war's nicht. Nochmal. Wunderschön, wie ihr reinkommt. Zack! Ich hoffe, es ist diesmal auf dem Bild, aber mit eingefahrenem Fahrwerk. Aber wie gesagt, das Ding ist echt crashresistent. Mach mal, ich mach's nochmal rein. Und fliegt super. Also wirklich. Kein Scheiß. Ich versuche jetzt gleich mal hier flach nochmal vertical. Ihr seht, er hat keine Chance. Ich muss ihn also, ich hole ihn mal hier rüber. Nee. Umschalten und zack geht er.
Unglaublich. Suche noch mal hier so langsam reinzufliegen und dann noch mal vertikal umzuschalten. Alles was geht. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was auf dem Video. So kann ich ihn gerade so gegen den Wind halten. Nochmal. Ach, schade. Diesmal nicht so ideal. Okay, ich hoffe, ich war noch im Bild. Aber wie gesagt, das Ding ist super. Jetzt schon die zweite Bauchlandung hier. Wie gesagt, ein Fahrwerk haben wir abgebrochen, schade drum, aber deshalb sind zwei dabei. Der Draht ist hier überhärtet, der ist wirklich da abgebrochen, innen drin und nicht da, wo er so schön federn sollte. Aber egal, also ich bin überzeugt von dem Ding, es ist arschkalt und ich höre jetzt auf. Danke, tschüss.